Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem nächsten Fresstest. Ja, heute habe ich was Besonderes für euch, das ich aus meiner Kindheit eben noch kenne. Ich mochte es damals nicht unbedingt sehr, muss ich sagen. Wir reden nämlich heute vom Kinder Joy Eye. Ich habe das kennengelernt, ich glaube, da war ich in Italien, wenn ich mich nicht irre. Viele Süßigkeiten habe ich tatsächlich in Italien kennengelernt. Das gab es da damals und ich habe das da mal probiert, weil, wenn ich mich nicht irre, war das nicht so, dass die mal überlegt haben, das Ü-Ei im Sommer nicht mehr zu bringen? Kommt das Ü-Ei im Sommer? Ich weiß es doch nicht, als ob ich mir sowas groß kaufen würde. Ich weiß es doch nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das Kinder Joy nicht so cool, aus einem ganz einfachen Grund, da waren nicht so coole Spielsachen drin. Ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo im Ü-Ei die Happy Hippos drin waren. Und die waren toll. Und ich habe sie alle. Besser gesagt, meine Mutter hat sie alle. Aber wir probieren das Kinder Joy, aber wir haben hier besondere Kinder Joy, nämlich vier Stück. Vier Stück von etwas, das ich nicht wirklich mag. Ich bin gespannt, ob ich es mittlerweile mag, aber ich hoffe, man sieht es hier ein bisschen. Wir haben das Super Mario Kinder Joy. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind hier Super Mario Spielsachen drin. Und das wollen wir natürlich mal ausprobieren. Mal versuchen, das irgendwie aufzubekommen. So, so sieht das aus. Wir haben hier sozusagen zwei Hälften. Die eine Hälfte ist eine Art Creme, Fragezeichen, mit so einem Löffel. Und in der anderen Hälfte ist eben das Spielzeug. Wir probieren jetzt zuerst mal die Creme. Die Creme ist, wenn ich mich nicht irre, hier drin gewesen. So, machen wir erstmal auf hier. Jawohl. Oh, stimmt, das war ja auch was. Wir haben ja nicht nur eine Creme, wir haben auch diese Giotto? Fragezeichen. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Nehmen wir mal den Löffel. So. Es riecht eigentlich wie die normale Ü-Ei-Schokolade mit Haselnuss. Soll heißen, es riecht so ein bisschen wie eine Mischung aus Giotto und dem Ü-Ei. Nur wesentlich süßer. Wir probieren einfach mal. So, hier so eine schönen Löffel Creme, da wird es auch unten dunkler, sieht man ja. Okay. Mhm. Wir probieren mal diese Kugel. Okay, machen wir mal leer. Okay, das Ei ist leer. Was soll ich sagen? Es schmeckt immer noch nicht. Ich finde es immer noch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es viel zu süß, es schmeckt mir überhaupt nicht. Viel zu künstlich. Aber dafür habe ich es ja nicht gekauft, ich habe es eher dafür gekauft. Und die machen wir jetzt mal auf. Mal schauen, was wir da so haben. Ah, da lächelt mich doch gleich ein Mario an hier. Wunderbar, was haben wir denn hier alles? Okay, was soll das sein? Ich habe hier noch eine Schnur drinnen. Er ist aber ein bisschen zu kurz. Sage ich jetzt mal. Weiß ich auch nicht, ob die Schnur mein Körpergewicht aushängt. Aushält vor allem. Was soll denn da... Ach, das... Oh, was soll denn das sein? Sieht man das? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Soll das ein Anhänger sein? Also, warte mal. Wir kriegen das hin. Hier? Na, geh da durch. So. Dann musst du, wenn ich das jetzt richtig verstehe, da so drauf. Ich hab's fallen lassen. Das heißt, ich muss da jetzt wieder so durchfriemeln. So. Dann müsste ich jetzt hier oben einen Knoten reinmachen und dann habe ich einen Mario-Aufhänger. Yay. Ihr wollt mir alle Geld schicken. Naja, wir haben einen Mario-Aufhänger. Fantastisch. Schauen wir uns das nächste an. Erstmal wieder aufkriegen. Es ist schwierig.
was daran liegt, ich habe gerade gegessen und es ist warm und ich habe schwitzige Hände und... Geh auf! Da war das drin. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo das jetzt drin war. So. Also, wir haben hier... Okay. Oh, ist das ein Sonic? Ich glaube, wir haben einen Sonic. Schau mal, das ist ein Teil von einem Sonic. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist jetzt weniger was. Und wir haben Aufkleber mit einem... Ich glaube, man sieht's ganz unten im Eck mit einem Mario drauf. Was soll das sein? Oh, ich glaube, das ist ein Beyblade. Ich glaube, das ist ein Beyblade. Warte mal. Vivi. So. So. Wo kommt dann? Wo kommt denn das hin? Ich bin überfordert mit der Situation. Ich bin mit der Situation sehr überfordert, weil ich nicht weiß, wo das Teil hinkommt. Oh, ich hatte es falsch rum. Deswegen. Ah. Ja. Ich meine, wir haben ein Beyblade. Jetzt muss ich hier noch den Mario draufkleben und den natürlich extrem sauber. Ich meine, das ist eine meiner Stärken. Das ist definitiv meine große Stärke. Etwas aufkleben ist definitiv meine Stärke. Wo fängt das an? Hier. Nee. Ach Gott, ist so rum drauf. Oh. Ach so. Ah. Oh, es ist hervorragend geklebt. Meister meines Fachs. Ich glaube, ich habe es falsch rum drauf geklebt. Nee, es ist richtig rum. Ja gut, es gehört so. Wenn wir jetzt einen Beyblade... mit einem Mario drauf. Was soll das sein? Oh! Ach, das ist nicht... das... Oh, das ist gar kein Beyblade. Ach, hier in diese kleinen Mulden da soll man seine Kopfhörer reintun oder seine Kabel oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob das mit meinen funktioniert, weil das jetzt so Bluetooth... Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Es ergibt alles keinen Sinn für mich. Okay. Nächste Seite. Können wir währenddessen, während ich versuche, das Ei aufzumachen... Ich meine, über den Inhalt brauchen wir natürlich nicht reden, über die Spielsachen, weil die natürlich immer was anderes sind, dementsprechend ja. Aber wir können dann mal über den Geschmack vom Ei reden. Und da mal kurz die Bewertung einfließen lassen. Denn das Kinder Joy, also rein das Essen, diese Creme da, bekommt von mir... Ich will jetzt noch human sein und gib... Ich will nicht human sein, einen Punkt. Mehr nicht. Oh! Oh, geil! Schaut euch das mal an, wir haben hier eine Mario-Figur. Oh, das ist schön, das gefällt mir. Das Ei bekommt trotzdem nur einen Punkt vom Geschmack her. Das ist ein Schlüsselanhänger. Ja. Das ist ein Schlüsselanhänger. Das gefällt mir. Sehr schön. Das letzte Ei. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch Kinder Joy so gefällt. Wie es euch schmeckt. Aber
für mich ist da mehr als ein Punkt definitiv nicht drin, weil ich mag's nicht. Ich mag's wirklich nicht. So, was haben wir denn da? Ein Buhu. Und was soll das jetzt sein? Soll es ein Armband sein für sehr, sehr, sehr kleine Arme? Soll es. Das ist ein Multifunktionsband. Warte mal. So. Ist ein tolles Multifunktionsband. So. Jetzt warte mal. Ihr werdet es kaum glauben. Hier. Ich hab's kaputt gemacht. Fuck. Oh. Hier hinten sind da Mario-Figuren drauf. Ich hab's kaputt gemacht. Fuck. Wir haben hier ein Armband, das bei mir natürlich nicht passt, weil meine Arme zu fett dafür sind. Ich bin fett. Sei mal als Armband gedacht. Dann könnt ihr hervorragend damit, wenn ich jetzt welche hätte, Stifte so zusammenbinden. Steht da drauf. Und was natürlich absolut hervorragend ist, meine Freunde. Es funktioniert besser. Besser als alles andere. Moment, ich zeige euch das mal. Moment. Wir haben hier ein Buch. So, in dem Fall jetzt Conan, wir haben ein Buch. So, wir können es hervorragend, so, können wir so hingehen, so, ah, oh, ja, ja, interessant, interessant. Und dann können wir das Teil hier, so, so wunderbar, so, so, haben wir ein hervorragendes Lesezeichen. Ist das, es steht wirklich so drauf, dass ich das als Lesezeichen benutzen soll. Welches kleines Kind liest? Kauft sich das irgendjemand außer mir, der erwachsen ist? Für seine Kinder vielleicht, ja, aber für sich selber? Ich weiß nicht, ob das jemand tut. Ich weiß nicht, ob das jemand tun sollte. Wir haben auf jeden Fall ein Lesezeichen. Mit dem Buhu drauf. Der Buhu ist cool. Okay, wir haben insgesamt einmal das Lesezeichen mit dem Buhu. Den Rest finde ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Wir haben hier einmal diesen Mario-Anhänger. Wir haben den Beyblade, wo ich nicht mehr weiß, wo ich ihn hingelegt habe, weil er irgendwie schon weg ist. Ich sollte unbedingt mal an meiner... Ah, da ist er doch. Ich sollte unbedingt an meiner Ordnung mal arbeiten. Wir haben hier den Beyblade. Und, last but not least, wir haben das Beste aus dem All. Eine schöne, kleine Mario-Figur. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr könnt da gerne mal in die Kommentare schreiben, meine Freunde, wie ihr das Kinder-Joy so findet. Ich fand die Inhalte, naja, diesen Beyblade braucht man jetzt nicht, kann man sich jetzt drüber streiten. Ist ganz nett, kann man mal irgendwo aufhängen, sieht vielleicht ganz nett aus. Selbes gilt vielleicht für den Buhu. Vielleicht auch ganz nett, aber das hier, das ist der heiße Scheiß. Das ist der heiße Scheiß. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch diese Mario Kinder Joyce auch schon geholt habt, was ihr denn so drin hattet, beziehungsweise was ihr denn insgesamt so vom Kinder Joy haltet. Was findet ihr denn besser, das Kinder Joy oder das Ü-Ei? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich finde das Ü-Ei tausendmal besser, weil Kinder Joy einfach scheiße schmeckt. In meinen Augen wenigstens. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also gut, meine Freunde, das war dann mein Let's Play. Genau, das war dann mal mein nächster Fresstest für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.